Road to Division 6 und wir sind im wunderschönen Malaga. Achso, zu Division 1 natürlich. Und wir sind im schönen Malaga. Und das heißt Malaga gegen Athletic Bilbao. Und der Wolf probiert sich heute mal mit Malaga. Und schauen wir mal, ob da was Gutes bei rauskommt. Ob er seine Chancen nutzen kann. Nicht so wie ich im letzten Part, wo ich eigentlich hätte 8 Tore machen müssen. Aber wenigstens am Ende nicht verloren. Der Wolf in Weiß von links nach rechts. Und das erste Mal mit Joaquin. Und da ist ja gleich die ganze Seite offen. Da geht Joaquin erstmal bis zur Grundlinie. Gute Flanke, aber aufgepasst. Und das erste Mal Bilbao mit Munyan. Und Ibai Gomez. Susaeta. Und unten ist ja alles offen. Jetzt wird es erstmal brenzlig. DeMarcus mit dem schönen Haken. Schuss abgewehrt und boah, dass er den annimmt. Aber naja, so alles okay. Aber die Abwehr erstmal schön offen. Und abseits war es außerdem eh. Ja, wunderbar. Zeitlupe-Freistoß hier. Und schon wieder Zeitlupenfreistoß, so ein Abstoß. Und Lorente, oh, er ist ja nächstes Jahr in Turin. Aber noch kann er gegen dich treffen. Also deine Abwehr sollte mal langsam anfangen hier aufzuwachen. Ja, ich sehe hier die ganze Zeit nur Bilbao bisher an der Offensive, jetzt wieder Lorente, aber mit dem kann nur ich treffen. Aber der geht ja einfach durch, und schießt den nächsten in die Wolken, anstatt das Ding einfach runter zu spielen. Junge, ich hab dir gesagt, deine Abwehr soll aufwachen, sonst wird das hier kein munterer Nachmittag für dich. Mein Kopfballduell gewonnen. Unglaublich, Ballbesitz für Malaga, ja, ihr seht richtig. Santa Cruz macht den Tänzer. Isco und schöner Pass auf Joaquin! Gehalten, Joaquin! Tor! Ja, die Spitze genauso wie mein Gegner, das Spiel davor. Erstmal hinten reinrennen, Glück haben. Und dann vorne mal einen reinmachen. 9. Minute, 1-0 Malaga. Ich weiß nicht wie, aber er führt erstmal. Wuhu! Zum Sieg, Kleinen. 9. Minute, klar, ist direkt Spiel entschieden. Alles klar, dann schönen Abend noch, haut rein, das war's von mir. Hier kommt schon wieder Bilbao. Bilbao mit San Jose, Flanke. Oh, was für ein Fehler. Oh mein Gott, und dann steht sich Bilbao gegenseitig auf den Füßen. Also dein Glück muss man erstmal haben. Boah, Wahnsinn. Also Malaga in der Defensive völlig von der Rolle. Wieder Lorente. Iraiola, also hast du das Verteidigen verlernt. Boah, und abgewehrt. Und Eckball wird es, denke ich mal, geben. Die schwimmen in der Abwehr. Malaga, oh, Junge. Die Malagianenser hier. Die Malagisten, was auch immer. Boah, das war stark. Oh mein Gott, sind die schlecht. Also, dass du noch lachen kannst. Und Susaeta und oben auf Munyan. Oh, nochmal hinter zum Torwart. Da sind wir ja so sicher. Und der Riesenfehler. Und da ist der verdiente Ausgleich für Athletic Bilbao von Fernando Lorente. Aber was war mit dem Torwart los? Hat ihn da jemand beleidigt, dass er direkt zur Mittellinie rennen wollte? Beim nächsten Mal aber erstmal einen Ball mitnehmen. Also hier noch alles sicher und dann, boah, Leder zum Tore schießen ein. Schon die ganze Zeit. Ja. Alter Schwede. Und der Markus. Erobert sich wieder bei der ist hier. Oh, der wird letztlich überlaufen die ganze Zeit. Ist den Schlaftabletten eingegeben. Flanke, Kopfball, Tor. Oh. Boah, war das knapp. Flanke, Kopfball, Tor, aber knapp daneben von Lorente. Alter, ist hier im Minutentakt brennt da hinten in der Abwehr von Malaga nach vorne. Aber es steht halt 1-1. Keiner kann mir erklären, wie. Es ist halt so passiert. Und klar, jetzt kommt Tempo Santa Cruz, genau. Und Iraisos. Und San Jose und DeMarcus. Weil dann natürlich Bilbao spielbestimmt jetzt auch wieder. DeMarcus, du bist einfach nur schwach. Du spielst eine absolute Reute. Mega Ball auf Lorente und der macht das Tor. Und wenn der Torwart da rauskommt, muss er ihn haben. Und dann, na gut, da kann man über gestrecktes Bein diskutieren, aber ist egal, der Ball ist drin und es steht hier 2-1 für Bilbao. Alter, ist deine Abwehr schlecht. Ja, wisst ihr,
da fehlen mir auch schon wieder die Nerven, aber ich verliere wenigstens nicht. Ja, jetzt ist schon entschieden. Ja klar, so wie es in der 9. entschieden war, ist das jetzt die Vorentscheidung. Oh Mann, und wieder Bilbao mit dem Marcos, der außen, ja, der tanzt erstmal den Camacho aus. Und Ibai Gomez. Gomez und Llorente beim Ball beim nächsten Mal. Aber nichts passiert. Und Munyan und jetzt wieder Isco. Oh, der geile Isco. Kann jetzt auch mal was zeigen. Elisio, der ist doch schnell, aber oh, wie ein Kreisligaspieler lässt er sich da einen Ball abnehmen. Ja, das aber bei mir war es noch schlimmer. Llorente auf Munyan. Was macht denn der Torwart? Boah. Der Torwart ist ja der absolute Schwamm. Der absolute Schwamm, Caballero. Und langer Ball. Und Tulalan. In der Verteidigung natürlich. Llorente und wieder Munyan. Ey, die Abwehr ist offen wie schwarzer Käse. Flanke, Kopfball. Kein Kopfball. Naja, muss man ja bei dir fast die ganze Zeit drauf tippen. Ein Malaga könnte jetzt auch endlich mal wieder einen Angriff anbieten. Klar, jetzt hier Traumball auf Santa Cruz. Santa Cruz gegen San Jose. Macht er gut. Macht er gut, Santa Cruz. Und dann zu fest wie bei, wie bei seiner Frau. Und dann... Ja, der wäre richtig geil gewesen. Hätte mal ein bisschen... Ja, schon das wird die Goals anbieten. Kommt einmal wieder nach Jahren nach vorne. Naja, was denn? Bist du nur mit Verteidigen beschäftigt? Verteidigen würdest du es nicht mal nennen. Oh. Amoribieta und De Marcos. De Marcos und Miguel San Jose mit Ibai Gomez. Und wieder Bilbao. Das sieht doch alles viel vernünftiger als die Angriffe. Jetzt hier wieder Llorente. Auf Munyan, aber den haben sie diesmal. Und jetzt diesmal kein Fehler von Caballero. Genau, Ball weg. Und gleich nach vorne, Isco kriegt den natürlich nicht. Hat zwar Bock, aber so wird es nichts. Oh, jetzt hat er Angst. Klar, hey, ciao. Spielt zwar bisher angsteinflößend nach vorne, ist ja übel. Meine Meinung zum Spiel bisher. Von deiner Seite her zum Einschlafen auf jeden Fall. Das ist ja gar nichts. Nur jetzt diese Ausreden, du spielst einfach nur keimig. Ja, deswegen ja. Munyan, Bild zum Tanz, Munyan. Dann können sie doch noch klären. Elisio und jetzt mal Camacho, Isco. Ja, will durch den Spieler hindurchlaufen. Und wieder Llorente, der ist überall. Und De Marcos, wunderbar von De Marcos. Ja, das war ein wundervolles Tor, das muss man einfach so sagen. Puh. Also jetzt musst du mal langsam hier was anbieten. Oder bist du schon nicht mehr gut genug für Division 6? Elisio. Der ist gut, der Ball, der ist super, Tor! Das war ein Weltklasse-Angriff, im Angriff, ach, das ist mal am Anfang hingeguckt. Hab sogar noch getrickst. Hör auf, mich da schlecht zu reden! Das war Weltklasse! Ah, liegt 3-2 hinten in Division 6 und... Mann, der Angriff war einfach geil! Und bewertet sich selber schon als Selbstklasse, das sind sie wieder. Weltklasse, nicht Selbstklasse. Er bewertet sich selbst als Weltklasse, habe ich gesagt. Selbstklasse gesagt. Naja... hier 3-2 hinten und ist hier schon und ist ja der Held beim Abwehrfeld. Ja? Nur noch 3-2, eine unterhaltsame erste Hälfte. Er kommt zweimal vors Tor und macht eins. Naja. Aber hinten ist halt schlecht. Hält der auf den Sack, ey. Das war ein so geiler Angriff. Ich dachte, dass es mir mal Props gibt und mir Motivation gibt, dass ich hier in der zweiten genauso geil spiele. Nee. Vor allem genauso geil spielt. Du spielst so meine. Ja, Spaß. Ja, das kriegst du aber nun mal leider nicht gebacken. Dann mach's doch mal. Komm, da unten steht er. Dann mach's mal. Und brüll hier nicht so rum. Da rasten sogar die Nachbarn aus. So, los. Und wieder Llorente. Oh, deine Abwehr will halt nicht, dass du gut spielst. Oh, wenigstens mal Caballero mit was Sinnvollem hier hinten. Oh, Mann. Ist jetzt wieder beruhigt, Snuggy. Bei uns ein Einbrecher. Und der Marco ist noch klar.
Und nochmal San Jose. Und schießen sich gegenseitig ab und das wird es wohl jetzt mit der ersten, ja, der ersten Hälfte gewesen sein. Also eine unterhaltsame erste Halbzeit. Wie auch immer er zwei Tore haben kann, aber es ist halt so. Eins war ja auch überragend. Vielleicht machst du in der zweiten Hälfte mal bessere, überragende. Nee, mach einfach erstmal gute Abwehrarbeit. Bevor du hier deine Anschlusstreffer feierst. Hier, 59% Ball. Das ganze Ball. Ganz normal bei mir. In zweite Hälfte. Mal schauen, ob er sich jetzt ein bisschen besser anstellt. Malaga mit Antunes mit dem ersten Ballkontakt das ganze Spiel und das Ball ist direkt weg. Hallo, was machen wir? Munyan, Munyan und da ist ja alles frei in der Mitte. Boah. Und Elisio. Elisio immer noch. Ein unglaublich viel Ballbesitz gerade für Malaga. Hallo, ich und das kam Saric, ist dabei auch schon wieder weg. Iraola, Lorente. Lorente mit Ibai Gomez. Die Abwehr kriegt keinen Zugriff hier. Lassen den einfach machen und lässt sich einen Arsch tackern. Und Susi hat gerade so noch Fuß dran gekriegt. Hallo! Hä? Türmt den Torwart da einfach auf. Hallo. Nimmt ihn da auf die Hörner. Und Joaquin. Joaquin beißt direkt weg und wieder zurück. Und wir wissen alle nicht, was hier los ist. Oh Mann. Und Ander Herrera. Munyan. Lorente kriegt nicht mehr. Und jetzt Malaga aber wieder zu schnell der Ball verloren. Und natürlich wieder Lorente. Und das ist so bestimmt ein Elfer. So, Joaquin. Ja, geht er mal. Oben hat er jetzt Platz. Nimmt Santa Cruz mit. Sprintwunder. Ah. Ja, was erwartest du von Santa Cruz? Was erwarte ich von dir? So einen Spaß. Und Caballero macht jetzt wenigstens sinnvolle Aktion. Krieg jetzt mal Camacho, ja. Er sah den Ball sinnvoll nach vorne, aber drischt ihn einfach nur raus. Und da ist natürlich der Torwart da. Das war es natürlich. Es ist ja nur ein Tor. Los, los, bitte jetzt für uns schießen. Erstmal Munyan. Wieder nächster Chip. Oh, da brennt es aber auch regelmäßig im Strafraum. Susaeta, der darf da einfach durch, der darf da einfach. Camacho, und das jetzt mal gut, jetzt mal gute Konterchance. Tulano unten nochmal. Oh. Ja, Mann, bis deine Ball kommt. Ja, Malaga ist einfach Schrott. Ja, ist echt so. Und Porto hast du auch gut gespielt und Malaga hat die besiegt. Und jetzt kommst du. Und Elisio. Jetzt mit Santa Cruz. Ja, da außen kann man nicht fernrichten. Das war jetzt mal gut gemacht, aber da geht auch keiner mit. Ja, eben. Eieiei. Ja, ei, ei. Ja, jetzt wenig Zählbares gerade. Alter, machst du nicht so spannend. Genau, nach vorne muss das irgendwie gehen. Mach mal dein Team auf Offensiv. Damit sich auch mal jemand nach vorne traut, du musst ja ein Tor schießen. Ja, aber erst dann musst du einen schießen, sonst war es das genauso. Okay, wenn du das machst, dann zeig's uns. Santa Cruz, jetzt mal mit Isco. Isco. Ja. Versucht's hier mit einem schönen Trick, wird aber abgewehrt. Und wieder Bilbao, ja, gleich Hackespitze 1, 2, 3. Und der Marcos. Und die gucken ihm beide nur zu. Und dann holt er immerhin noch einen Einwurf raus. Der Marcos. Jetzt wollen sie sich hier die zurechtlegen. Aha.
Kriegt er noch? Der Ball kommt, das wird gefährlich. Oh. Und diesmal können sie klären, aber der Ball wieder blind rausgeschlagen, direkt zu Ander Herrera. Und jetzt mal Konter. Und, na, die sind halt nicht schnell. Wie willst du mit Santa Cruz einen Konter laufen? Ja, und dann schwacher Ball und das kann er natürlich ihre Source schnell klären. Ja, die Abwehr ist halt absoluter Kernschrott. Und die Pässe sind eigentlich gerade super. Ei, 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 was ein Bock. Und jetzt, boah. Und diese Möhre von Lorente landet echt hier noch am Innenpfosten. Caballero hat da auch einen Chiller ausgepackt. Alter, ich meine, hat gar nichts getan. Ja, jetzt guckt er einfach zu. Und dann fällt ihm das Ding da fast hinten ins Nest. Da hat er nochmal Glück gehabt. Boah, das ist halt FIFA, gell. Lorente. Ja. Munyan. Und Antunes. Und direkt Ball wieder weg. Oh. Böse Grätsch, da braucht er sich nicht noch beschweren, dass er ja gelb kriegt. Kann manche, da fegt er ihm ja nur die Beine weg. Genau, und dann gibt's doch direkt hier aufs Maul. Eieiei. Mhm. Ja. Kolkom harmlos und jetzt Freistoß natürlich Munyain. Stimmt wieder auf Lorente. Zu kurz abgewehrt und jetzt Isco, aber da ist keiner. Was ist hier los? Die Einbrecher duschen sich bei uns sogar noch. Kochen für uns. Das ist ja mal eine geile Sache. Mann, diese Pässe! Wenn die Zeit rennt, in der zweiten Hälfte ist ja nicht mehr viel los. Elisio nochmal. Viel Platz jetzt. Use that pace. Und ich schick doch ihn. Tor! Unglaublich, wie man so unverdient drei Tore machen kann, aber es ist scheißegal. Es ist ein Unentschieden erstmal. Kriegst du auch nur einen Punkt. Ja, und? Jetzt ist er motiviert. Und Wellington, Antunes. Über Gomez. Ja, jetzt hat er wieder viel Platz. Oh, oh, jetzt kein Scheiß hin. Ja, dann wird er direkt wieder Lorente aufgelegt. Jetzt wird hier nochmal gehasselt, seine Grüßdinger. Shit. Achso, ich krieg den sogar. Ja, komm mal, ja, hallo. Spieler. Ist ein Alter oben. Ja, was soll ich denn? Na, war halt ein Einwurf, volle Power. Der Ball muss in den Strafraum. Süß. Super Ball von Santa Cruz. Alle Kraft ausgepackt. Die Dinge, das Ball immerhin 2 Meter weit geworfen. Antunes nochmal und dann. Oh. Ich seh nix, Mann. Ich meine, kann ich die Beine nicht kontrollieren, wenn er so rüttelt? Ja, jetzt weiß ich nicht, wie groß ich bin. Hallo, das war ein Foul. Hab mich einfach weggeschubst und warum rennt er nicht weiter? Markus, nein! Auf Ansage frisst er noch den Konter. 3-4. Das ist bitter. Was der Verteidiger da für Termine hatte, weiß ich auch nicht. Was ist denn? Das ist FIFA. Er hält einfach an. Hält nicht so lang. Sagt er eh gerade nichts. Oh Mann. Das ist bitter. Nochmal Elisio. Nee.
Ja, da fehlen mir jetzt die Worte. Hat er sich das 3:3 noch erkämpft, dann kriegt er leider, leider noch das 3:4 in der Nachspielzeit. Keine Punkte für den Wolf in Division 6.